Von München nach Venedig über die Alpen. 460 Kilometer in unter 24 Stunden mit dem Fahrrad. Über 3800 Höhenmeter. Mir war klar, dass das hart wird. Mir war klar, es braucht enorm viel Durchhaltevermögen und Schmerzresistenz. Hätte ich aber vorher gewusst, was mich tatsächlich erwartet, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt gestartet wäre. Gut, dass ich es vorher nicht wusste. Also es begann ja alles vor circa 2 Jahren. Ich habe damals mit einem Kumpel von mir eine Tour gemacht mit dem Fahrrad von München nach Venedig. Das ist das gleiche schon mal quasi. Ja, aber halt nur in 5 Tagen. Und damals dachte ich mir, ja, das könnte vielleicht doch auch eventuell in 24 Stunden möglich sein. Aber dass das bescheuert ist, das war ja klar, oder? Tja. In München ging ja dann alles ziemlich locker los. Also Wetterbericht hat ein bisschen Regen, ein bisschen Wind vorhergesagt, aber jetzt nichts Dramatisches. Wir hatten super Kleidung und die Stimmung war gut und ich hatte ja richtig Bock, jetzt loszulegen. 08er. Noch keinen Meter gefahren, hat der Wind schon mein Fahrrad umgeschmissen. Ja? Also oh shit. Der erste Sturz schon. Oh shit. Ansonsten Licht, ja? Was, hier. Was macht das? Das macht hell. Okay. Das ist doch keine Ahnung. Ja, das ist eine GoPro. Ich will ja die Gaudi schon auf Kamera haben und nicht du, weil du fährst uns ja nicht. Kommst uns ja nicht nach. Immer die Leute, die sich so übertrieben auf irgendwie sowas vorbereiten. Ja. Schlappschwänze. Ja, es ist ja auch nicht so weit jetzt eigentlich. Gell? 460 Kilometer, ich bitte dich. Okay. Nicht so? Kein Problem. Okay. Negatives Mindset. Super negatives Mindset. Das ist ja auch nicht Arsch, wenn ich oben ohne rumlaufe. So gemacht. Das ist einfach so ein Bauch. Thank you.
Nach 75 Kilometern hatten wir unsere erste Pause. Und wir waren ja schon komplett nass, bis auf die Knochen. War dann schon Österreich, also schönes Wetter. Herzlich willkommen in Österreich, würde ich mal sagen. Dann kam halt wirklich noch 60 km/h Böen dazu. Ja, aber wir wollten ja wirklich also das ganze Programm. Aber zumindest war es in der Vorbereitung in München noch schön. Ja, besser als nichts. Ja, stimmt. Und es wurde nicht besser. Man freut sich ja, es ging bergauf und so weiter und dann geht es mal schön bergab. Jetzt körperlich oder? Also nein, ich meine jetzt, es ging bergab mit dem Fahrrad, aber es ging in diesem Fall auch bergab mit uns, weil wenn du komplett nass bist und dann fährst du da irgendwo runter und du schwimmst mehr den Berg runter, als dass du fährst. Dann wurde es echt heftig. Ja. Ich habe halt da Bahnschienen im Boden, in der Straße nicht gesehen und ja, bin halt reingefahren und hingeflogen und auf meinen Ellenbogen, auf die Schulter, auf das Handgelenk und auf das schon vorher ledierte Knie, ja, ihr Handgelenk geprellt und dachte ich, Scheiße, das kostet jetzt erst richtig Zeit. Ja. Schienensystem, scheiße. Ja, ich bin gegen Schienenbeförderung. Also das Problem ist ja nicht der Sturz an sich, sondern es reißt dir das Seil von der Schaltung beim Sturz. Na. Das ist ja kacke. Ja, das ist ja der Grund, warum wir jetzt das Fahrrad wechseln müssen.
Also ich meine, 24 Stunden, das ist ja enger Zeitplan. Und dann geht's hier eine Dreiviertelstunde nicht weiter und da sitzt dir dann die Zeit im Nacken. Das ist blöd, musst du alles wieder aufholen. Und dann mit dem Fahrrad weiterfahren, wo mir der Sattel nicht passt, wo das Fahrrad mir grundsätzlich nicht passt, das Fahrrad nicht auf mich eingestellt ist. Ich noch nie mit einem Triathlon-Fahrrad gefahren bin, das eigentlich gar nicht für Bergetappen gemacht ist und ich jetzt 40 Kilometer Brenner vor mir hatte und mit Aufleger, was ich auch noch nie gefahren bin. Läuft. Die ganze Strecke, den Brenner hoch, war ich wie in so einem Tunnel. Ne? Das brauchte ich auch, um da irgendwie durchzukommen, weil es war echt heftig. Und oben angekommen, dachte ich eigentlich, es würde besser werden. Aber da war wirklich so am hohen Punkt mein mentaler Tiefpunkt erreicht, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich mit dem Fahrrad jetzt noch nach Venedig kommen soll. Und das in 24 Stunden. Ja, und da war ich leicht angepisst. Auch wenn man es mir vielleicht nicht so angemerkt hat. Haben wir nicht. Auf gar keinen Fall. Und der hat ja die Freunde. Ist noch ein bisschen voll am Fahren. Das ist 170 Kilometer oder was? Geschmack und Maxl, das ist ein verdammt negatives Mindset. Gut, ich wusste jetzt geht's wieder bergab. Ja. Bei strömendem Regen. Und so war es dann auch, dass es echt kalt wurde. Also wir sind bei der Abfahrt nach dem Brenner runtergerauscht. Und ich habe wirklich mit den Zähnen geklappert. Es wurde dann langsam hell. Und das hat mich dann wieder motiviert, dran zu bleiben. Und wir konnten ein bisschen Zeit wieder gut machen. Egal, wie hart uns das wieder fickt, mir ficken härter zurück. Ja, während die Auffahrt zum Brenner hoch schon echt zäh war, war diese Etappe wirklich nochmal ein Level höher. 60 Kilometer nur bergauf. Ich hatte immer noch die Zeit so im Nacken. Ja, ich musste dann ein bisschen was reinfahren und das ging natürlich auch auf alles. Ja. Es hat dann nur noch alles geschmerzt, der ganze Körper. Ja. Meine Finger wurden taub, meine Füße sowieso. Ich habe nur noch gehofft, dass ich irgendwie vorher nicht vom Fahrrad kipp, da die Passage hoch.
Endlich waren wir am höchsten Punkt angekommen, auf 1540 Meter, mitten in den Dolomiten. Ich bin vom Fahrrad abgestiegen und dachte mir nur so, okay, welche Muskeln funktionieren noch? Hatte da Gott sei Dank den Volker, der mich dann voll Karacho durchgeknetet hat. Eine sehr angenehme Erfahrung, muss ich sagen. Ah, das ist jetzt völlig blöd. Also so leicht masochistische Veranlagung ist nicht schlecht für sowas. Jetzt war es Zeit, etwas zu entspannen, ja? Die Landschaft genießen, die tollen Straßen. Und ich wusste jetzt, wenn jetzt nichts Gravierendes mehr dazwischen kommt, dann kann ich das Ding wirklich in 24 Stunden nach Venedig fahren. Ja, wenn nichts dazwischen kommt. Nach einem Sturz war ja mein Fahrrad bisher noch nie in meinem ganzen Leben so kaputt, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Und normalerweise habe ich auch nur alle 2.000 bis 3.000 Kilometer einen Platten. Ja, und dann passierte beides innerhalb dieser 460 Kilometer. Ich hatte ja mein Reparaturset an meinem Fahrrad noch und nicht auf dem Fahrrad von der Katrin. Ja, dumm gelaufen. 20 Minuten Verlust, wir durften wieder Gas geben, aber irgendwie, ich hatte dann so eine Trotzhaltung. Ja. Ich dachte mir so, jetzt einfach ballern, scheißegal, einfach. Und wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, dann ist scheiße. Wir bekamen ja dann weibliche Unterstützung, ja, eine ganz andere Form der Motivation nochmal. Auf der vorletzten Etappe dann hat uns die Katrin begleitet und die hat uns wirklich ordentlich angefeuert. Und die ja lustigerweise kein Fahrrad mehr hatte. Die ja lustigerweise kein Fahrrad mehr hatte, weil ich ja mit ihrem Fahrrad fuhr.
war halt wirklich einfach nur noch am Ende. Nur noch am Ende. Es war dann heiß, davor war es kalt und nass und dann war es heiß. Und auch der Rainer, der ist nur noch auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Und gut, der Achim war noch gut drauf. Ja. Muss er auch für seine 69 Jahre, finde ich. Und da war mir jetzt eigentlich klar, das müssten wir eigentlich jetzt schaffen in 24 Stunden. Eigentlich. Ich habe dem Braten ja immer noch nicht so wirklich getraut. Ja. Weil was da bei dieser Tour alles daneben ging, ich habe mir gedacht, ich glaube es erst, wenn wir in Venedig sind. Und dann sind wir weiter mit der Conny. Und die hat dann noch mal richtig eingeheizt bei uns. Oh, viel Glück. Und dann spekulierte ich so ein bisschen darauf, dass wir das Ding ja jetzt eigentlich fast in unter 23 Stunden noch schaffen könnten. Ja. Sozusagen neues Ziel, neues Glück. Fanden nicht alle so toll. Vor Venedig geht es ja über diese Brücke drüber. Und dann siehst du ja hinten schon Venedig. Und ich dachte mir, gut, also jetzt muss ich wirklich stürzen, ins Meer fallen und ersaufen, dann könnte es schwierig werden. Aber ist nicht passiert. Soviel ich weiß, bin ich jetzt der erste und einzige, der die Alpen in 24 Stunden mit dem Fahrrad überquert hat, ohne Füße. Du geile Sau! Ich weiß.
auf so einer langen Tour hast du ja jede Menge Zeit. Ja, vor allem jede Menge Zeit nachzudenken. Und da kam mir eine Idee für ein neues Projekt. Ein Projekt, das den Alpencross nochmal ordentlich in den Schatten stellen soll. Oh shit. Ja, oh shit. Ja. Aber mehr darf ich leider noch nicht verraten. Tja.